Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Woran müsst ihr eigentlich als erstes denken, wenn ihr den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier seht und reden hört? Nun, dieser Mann, der pflegt ja ein ganz bestimmtes Bild von sich. Er möchte immer einen moralisch korrekten Eindruck vermitteln, dass er immer auf der moralisch richtigen Seite steht und er vermeintlich großartige, pathetische Reden darauf hält. Aber dieser Mann, der bricht nun politisch völlig zusammen, denn ihm ist nun etwas passiert. Das kann man nicht anders bezeichnen als große Heuchelei bei der Ankündigung, die er gemacht hat. Und diese Ankündigung, die hat es ähnlich gesagt, was wir Bürger 2023 alles zu erwarten haben. Und ich sage nur so viel, es wird wirklich übel. Also bleibt unbedingt dran bei diesem Video. Auch wenn die wenigsten Politiker in diesem Land es den Bürgern offen sagen werden, 2023 könnte ein katastrophales Jahr für Deutschland werden. Und da muss man wirklich mal schauen, woran das eigentlich liegt. Bei uns wurde ja immer gesagt, wir könnten diesen Russland-Ukraine-Konflikt und die einseitige Positionierung Deutschlands auf Seiten der Ukraine wirtschaftlich locker wegstecken. Das war ja das, was immer kommuniziert wurde. Wir wären ein starkes, ein reiches Land. Ihr kennt ja dieses übliche Gerede. Und nun sieht man, die Töne sind schon ganz andere. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat offen gestanden, dass für weitere Entlastungen der Bürger kein Spielraum mehr bestehen würde. Heißt also auf Deutsch, wem es in Zukunft schlecht geht, dem kann nicht mehr wirklich geholfen werden. Die Mittel des Staates, die sind ausgeschöpft. Es geht ja auch darum, man hat schon diese 200 Milliarden Sonderschulden, die man nicht Schulden nennen soll, die hatten wir ja schon, also die Regierung hat schon diesen einen großen Kraftakt, diese letzte Patrone abgefeuert, um die Bürger noch einmal einzulullen. Aber nächstes Jahr ist dann mal vorbei mit Schönrederei, dann sieht man wirklich, was Wohlstandsverlust heißen wird. Und es gibt mittlerweile wirklich schon viele Wirtschaftsexperten, die auch ganz klar sagen, diese Inflation, diese Krise, die wird noch Jahre dauern und das Ganze ist erst der Anfang. Und die große Ursache dieser Krise ist ja ganz klar eben der Russland-Ukraine-Konflikt und es sehr viele Parteien offensichtlich diesen Konflikt nicht beenden wollen, dass sehr viele Parteien keinen Frieden wollen. Und ausgerechnet unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat nun etwas rausgehauen, das schießt wirklich komplett den Vogel ab. Gleich werdet ihr sehen, was gemeint ist. Doch lesen wir einfach ohne Umschweife rein in die Quelle, was Steinmeier gesagt hat, hier ZDF heute. Da heißt es: Gemeinsam kommen wir durch diese Zeit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nennt Frieden den sehnlichsten Wunsch in diesem Jahr. Er ruft dazu auf, der Ukraine in dieser rauen Zeit weiter beizustehen. Und weiter heißt es hier, in seinen Worten über Frieden geht Steinmeier ins Detail. Friede in der Ukraine bedeutet auch, Landraub und Willkür oder Gewalt der Besatzer gegen die Menschen der Ukraine nicht zuzulassen. Gleichzeitig lobte Steinmeier die Mitmenschlichkeit in Deutschland. Auch hier spüre man vor allem die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, weil das Schicksal der Menschen in der Ukraine den Deutschen nicht gleichgültig sei und Europa zusammenstehe. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr fühlt, wenn ihr sowas hört, aber ich habe schon lange nicht mehr sowas Heuchlerisches gehört. Denn noch einmal, hält ihr also eine Ansprache, dass ihm der Frieden ach so heilig wäre? Ja, ist das nicht schön? Und dann sagt er gleichzeitig, dass man die Ukraine weiter unterstützen müsse und wie er diese Unterstützung meint, hat er in der Vergangenheit bereits schon persönlich deutlich gemacht, Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Also weiter Waffen liefern, das ist diese Unterstützung, die laut Steinmeier Frieden bringen soll. Überhaupt dieses Konzept, Waffen liefern für Frieden, das ist generell, glaube ich, die lächerlichste Aussage, die wir dieses Jahr immer wieder gehört haben. Aber noch viel schlimmer, Steinmeier stellt sich in seiner Rede also hin und sagt, die Deutschen, die würden die wirtschaftlichen Einschränkungen spüren, weil ihnen der Konflikt in der Ukraine nicht egal sei. Nun, er stellt hier einen Zusammenhang her, welchen es gar nicht gibt. Diesen Zusammenhang, dass die Deutschen auf irgendwas verzichten würden und deswegen würde es irgendwie den Menschen der Ukraine besser gehen. Bisher konnte keiner belegen, dass der irgendwie so ist, weil die Wahrheit ist, und das muss man wirklich mal deutlich so anmerken, dieser Krieg, der dauert an. Dieser Krieg wurde nicht gestoppt durch die Sanktionen. Im Gegenteil, dieser Krieg wird mit Waffenlieferungen immer weiter angeheizt und da haben wir zwei Fronten, die extrem verhärtet sind. Und da muss man doch wirklich sagen, Herr Bundespräsident, warum sagen Sie eigentlich überhaupt, dass das Volk in Deutschland das einfach so mittragen würde? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich, ich trage das überhaupt nicht mit, im Gegenteil. Aber ich kann euch diese Frage auch beantworten. Herr Steinmeier sagt, er trägt das mit, weil er eben eine dieser Personen ist, die sich ganz klar hinstellen und sagen, ja, ich habe ja mein Gehalt, ich bekomme über 200.000 Euro im Jahr vom Steuerzahler. Ich blende auch hier die Quelle ein, das sind wirklich Fakten. Dieser Mann, der muss sich keine Sorgen machen, auf Schloss Bellevue wird es ihm bestimmt nicht schlecht gehen. Aber das Problem ist eben, er zwingt diese Politik jetzt
praktisch allen Menschen in diesem Land weiter auf. Und wir können für 2023 wirklich sagen, dass das Ganze immer weiter eskalieren wird. Das ist das, was Frau Steinmeier eben gesagt hat. Und der US-General, der ranghöchste Milli, der hat das ja auch schon ähnlich gesagt. Er glaubt nämlich nicht, dass es überhaupt einen russischen Rückzug aus der Ukraine geben wird. Also es könne nur eine politische Lösung geben. Und Wladimir Putin selbst hat ja auch ganz klar gesagt, er glaubt an einen Sieg. Das klingt also nicht nach Rückzug. Und deswegen muss man an dieser Stelle einfach mal ganz klar sagen, wir haben die Fakten. Wir liefern immer mehr Waffen. Wir schädigen unsere eigene Wirtschaft immer weiter, wir verlängern diesen Krieg immer weiter und was kommt am Ende dabei rum? Dass irgendein Herr Steinmeier hier eine schöne, pathetische Rede halten kann, während Millionen Bürger in diesem Land verarmen sollen. Ich sage, das ist absolut falsch, das ist nicht richtig und das ist moralisch extrem verwerflich. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare und noch viel wichtiger, teilt wirklich dieses Video überall, weil diesen Skandal, dass unser Bundespräsident wirklich so dreist ist, das muss wirklich mal jeder sehen. Und man muss es wirklich so deutlich sagen, was ist denn eigentlich die Botschaft gewesen zu Weihnachten und jetzt auch zum kommenden neuen Jahr? Dass wir etwa weiter diesen Krieg anheizen sollen, dass es wirklich Sinn macht, 2023, wo man ganz klar gesehen hat, diese Strategie der Waffenlieferung, die hat diesen Krieg nur verlängert und jetzt geht es praktisch genauso weiter im neuen Jahr, bald jährt sich der Krieg ja schon, dass man jetzt immer noch sagt, okay, wir machen genauso weiter. Das hat unser Bundespräsident heute wirklich verkündet und noch viel schlimmer, er sagt, die Deutschen, die würden diese wirtschaftlichen Folgen, die damit einhergehen, einfach so hinnehmen, ohne dass er die Menschen wirklich gefragt hat. Deswegen kann ich immer nur sagen, ich weiß nicht, was ihr alle fühlt, wenn ihr sowas hört, aber mich persönlich, mich macht das wirklich wütend und deswegen sage ich auch klar, man muss solche Menschen wie Steinmeier eben auch kritisieren, man muss diesen Menschen eben auch widersprechen, gerade wenn sie das Volk wirklich so verhöhnen, das kann man nämlich nicht anders nennen. Und deswegen sage ich auch ganz klar, ich werde als freier Journalist immer eine laute Stimme bleiben, wenn es darum geht, solche Menschen zu kritisieren, egal welche Konsequenzen das hat. Und deswegen sage ich euch das auch ganz klar, ich habe mich natürlich sehr gefreut über sehr viele Nachrichten von euch zu Weihnachten und ich hoffe, ihr alle hattet auch wirklich ein sehr schönes Weihnachtsfest. Wer meine Social Media Kanäle verfolgt, der weiß, dass ich Weihnachten mit meiner Familie gefeiert habe und sehr wenig online war, aber die wenige Zeit, die ich online war, die hatte es wirklich in sich und das habe ich ja auch alles transparent öffentlich gemacht. Also habt ihr euch schon mal gefragt, wie Linke und Grüne eigentlich so Weihnachten feiern? Ja, ich kann es euch jetzt beantworten, die feiern Weihnachten so, indem sie sich immer noch in Gruppen zusammenrotten und dann tatsächlich immer noch meine öffentlichen Social-Media-Kanäle stürmen. Und ich habe sogar kurz vor Weihnachten eine Morddrohung erhalten, die ich dann auch bei der Polizei angezeigt habe. Also ihr seht, so nehmen manche Leute praktisch den Geist der Weihnacht ernst. Ich bin dann ehrlich gesagt auch schon ein bisschen bestürzt, weil bei aller politischen Gegnerschaft muss man schon sagen, sowas überschreitet Grenzen und Morddrohungen gegen mich, die werde ich generell immer anzeigen, deswegen habe ich es auch diesmal gemacht. Da wurde mir wieder gewünscht von einem Nutzer, dass ich vergast werden solle und da sage ich auch ganz klar, egal ob da jetzt bei der Anzeige was rauskommt oder nicht, sowas muss einfach zur Polizei, da kenne ich eben keine Grenzen, das ist meine persönliche rote Linie, aber ich habe mir dafür natürlich Weihnachten nicht verderben lassen, vor allem auch, weil ich eben auch so viel positive Rückmeldung von euch bekommen habe. Ich habe über Weihnachten eine kleine Pause gemacht, mit der Familie gefeiert und heute ist hier wieder mein neuer journalistischer Beitrag für euch. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich danke euch allen, die hier immer zuschauen und ich danke auch allen, die es möglich machen, dass ich trotz all dieses Widerstands gegen mich hier weiter für euch arbeiten kann, indem ihr meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, blende ich hier im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt und ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen bei jedem, der sich jetzt dazu entscheidet, meine Arbeit zu fördern. Das ist nicht selbstverständlich, nur dank euch geht es hier auf diesem Kanal immer so frei und auch so unabhängig weiter. Ihr könnt jetzt diesen Kanal noch abonnieren, aber noch viel wichtiger, ihr könnt auch die Glocke aktivieren, das solltet ihr unbedingt machen, wenn ihr meine Videos wirklich sehen wollt, weil das ist der Weg, wie ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade und so könnt ihr es zensursicher immer empfangen. Also auch Dank an alle, die jetzt die Glocke aktivieren. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder, Leute. Ich freue mich auf euch. Ciao.